ist Dienstagmorgen, Zeit für ein neues Update Wirtschaft. Herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Parkett. Lassen Sie uns heute mit einer Zahl beginnen, einer Zahl, die vielleicht auch ein bisschen Mut macht. Seit Antritt der Bundesregierung hat die Ampelkoalition 174 Vorhaben umgesetzt. Das ergab eine Berechnung der Bertelsmann Stiftung. Das ist mehr als ein Drittel, und die Bertelsmann Stiftung bescheinigt damit der Ampel insgesamt eine sehr vielversprechende Halbjahresbilanz. Ein Drittel ist noch gar nicht angegangen, aber es ist ja auch noch immerhin ein bisschen Zeit. Damit ein positiver Morgen, hoffentlich, den wir jetzt sehr gerne fortsetzen, mit dem Blick auf die Husum Wind. Windmesse im Norden Deutschlands, da wo der Wind auch am stärksten weht natürlich, aber mit Auswirkungen auf die ganze Republik. Nichtsdestotrotz, aus Strom aus Wind und Sonne ist so günstig wie keine andere Art der Energieproduktion in Deutschland. Nichtsdestotrotz war die Stimmung in der Branche nicht so besonders gut in letzter Zeit. Markus Plettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lange herrschte eine ziemliche Flaute in der Branche. Ist jetzt die Stimmung wieder besser? Ja, das kann man durchaus sagen. Man blickt wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Das wird auch durch Zahlen belegt. Gucken wir uns die Onshore-Windenergie an, also der Wind, der an Land erzeugt wird. Da hat der Bundesverband gerade gemeldet, dass die Zahlen dort für die ersten 8 Monate dieses Jahres um etwa 44% besser aussehen als die vergleichbaren Zahlen aus dem entsprechenden Vorjahr. Und auch bei Offshore, sprich der Windenergieerzeugung auf hoher See, da heißt es, das erste Halbjahr, das würde ganz zuversichtlich stimmen. Mhm. Klingt gut, aber den doch sehr ehrgeizigen Ausbauzielen der Bundesregierung hinkt die Branche hinterher, oder? Ja, bleiben wir da mal bei Onshore. Das stimmt. 331 Anlagen sind von Januar bis Juli in Deutschland gebaut worden mit einer Leistung von ungefähr 1500 Megawatt. Das sind auch bessere Zahlen als im Vorjahr, aber natürlich zu wenig, wenn man sich die Ausbauziele anguckt. Bis 2030 sollen es ja 115 Gigawatt sein, die an Windleistung an Land erzeugt werden sollen. Jetzt im Moment sind wir bei knapp 60 Gigawatt, die installiert sind. Und wenn der Ausbau in diesem Tempo weitergeht, na, dann werden wir das Ziel 2030 wohl nicht erreichen, sondern erst 10 Jahre später. Also eine Verdopplung der Leistung müsste her. Die Installation von Windkraftanlagen wird ja ausgeschrieben. Da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen auf einen Teil des Problems. Hier sieht man, dass gar nicht für die komplette mögliche Energiemenge geboten würde. Woran liegt das? Ja, die Verbände sagen hier, starre Vorschriften sind ein Problem. Natürlich spielt die Inflation im Moment eine Rolle. Inflationsängste, die da umgehen, und Lieferschwierigkeiten. Nach wie vor ist es wohl schwierig, auch an Transformatoren zu kommen. Und so gibt es eine Angst in der Branche, wenn man denn einen Zuschlag bekommt, das Projekt nicht innerhalb der ab dann laufenden Fristen auch rechtzeitig fertig zu bekommen. Nun war es ja in der Vergangenheit eher so, dass der meiste Auf- und Zubau ja im Norden erfolgt ist. Kann man das jetzt noch so sagen, oder zieht der Rest des Landes nach? Die Antwort ist Jein an dieser Stelle. Wenn man sich die Zuschläge anguckt, die jüngsten, dann führt im Moment ganz klar Nordrhein-Westfalen. Dann gefolgt aber von Nordländern, von Niedersachsen und von Schleswig-Holstein. Aber auch Baden-Württemberg gibt Gas, könnte man sagen, an dieser Stelle. Rund 80% der Zuschläge sind eben in diese 4 Bundesländer gegangen. 1100 Megawatt Leistung. Gucken wir in den Süden nach Bayern. Dort hat es Zuschläge für nicht mal 17 Megawatt gegeben. Mhm. Gestern, wir haben darüber berichtet, war Spatenstich für die wichtige Stromtrasse Südlink. Die wird erst 2028 fertig, aber haben wir dann zumindest genug Strom aus Wind? Also ich sag mal scherzhaft, für Südlink wird es auf alle Fälle reichen. Denn wir reden ja bei dem Transport des Stroms nicht nur über die Onshore-Energie, sondern auch eben über die Offshore-Energie. Und da sehen die Ausbauziele 70 Gigawatt auf See vor bis zum Jahr 2045. 2030 sollen schon 30 Gigawatt sein. Und die Leistung von Südlink, also die Menge Strom, die da transportiert werden kann, sind gerade mal 4 Gigawatt. Also da werden wir eher noch mehr Leitungen brauchen. Aber werden denn die Offshore-Ziele erreicht werden können?
Ja, auch da zeigt man sich sehr viel zuversichtlicher. Das Ganze nimmt Fahrt auf nach zwei sehr dünnen Jahren, die es gegeben hat. Die Bundesnetzagentur, die hat im Juli Zuschläge erteilt für 4 neue Windparks in Nord- und Ostsee. Immerhin mit einer Leistung von insgesamt 7 Gigawatt. Die kommen zu den bestehenden 8 dann jetzt eben dazu. Und im August hat es nochmal Zuschläge gegeben für knappe 2 Gigawatt. Also kommt Offshore eigentlich so den Ausbauzielen recht nah, wenn man so zusammenrechnet. Wenn wir bei dem Tempo bleiben würden, könnte das wirklich alles klappen. Aber ein Zuschlag für einen Windpark, ist, da dreht sich dann ja noch nichts. Das Ganze muss gebaut werden. Und das ist gerade auf See natürlich eine logistische Herausforderung. Ich brauche Kaimauern, Hafenkanten, Häfen, Zulieferer, qualifiziertes Personal, Schiffe, Konverterstationen und natürlich auch Leitungen, um diesen Strom dann eben wieder an Land zu bekommen. Da steht eine Forderung im Raum, dass es da bitte doch mal eine industriepolitische Gesamtstrategie geben möge. Und ein weiterer Punkt für die Zukunft ist es natürlich, geeignete Flächen zu finden, die eben auch nicht im Widerspruch zum Naturschutz stehen. Da gibt es ja immer wieder große Proteste und Ärger und auch berechtigte Kritik an den ausgewiesenen Flächen. Der NABU zum Beispiel, der fordert, dass man doch bitte da auch mal bei der Standortsuche weniger Rücksicht auf bestehende Schifffahrtsstraßen oder eben auch militärische Sperrgebiete nehmen sollte. Also ein Mix aus hohem Energiebedarf, Klimaschutz und politischen Vorgaben, die erreicht werden müssen, wenn die Rahmenbedingungen denn passen würden. Markus Plettendorf, vielen Dank für den Moment. Gerne. Der britische Chip-Entwickler Arm geht an die Börse. Sie haben gestern darüber berichtet. Aber er wird wohl nicht alleine bleiben. Ein deutsches Unternehmen hat jetzt auch die Hand gehoben und gesagt, ja, wir gehen auch. Es ist der Sandalenhersteller Birkenstock. Der hatte nicht nur eine Rolle mit seinen Schuhen im neuesten Barbie-Film, sondern er geht an die Börse nicht hier, sondern in New York. Was heißt das aber, so Börsengänge? Was bringt das den Anlegern, den Aktionären, vielleicht auch den nur ganz kurzfristigen Aktionären, die sich da so Zeichnungsgewinne erhoffen? Das besprechen wir jetzt mit Pascal Kielkopf von HQ Trust. Schönen guten Tag, Herr Kielkopf. Guten Morgen. Ja, Hand aufs Herz. Börsengänge, das ist ja auch immer so ein bisschen, erwacht so ein bisschen das Gefühl, ach, das schnelle Geld wäre schön. Klappt in den seltensten Fällen. Und Sie haben sich die Zahlen und Statistiken etwas genauer angeschaut, vor allem in den USA. Lohnt es sich also, auf Börsenneulinge zu setzen? Schlagen die Börsengänge den breiten Aktienmarkt auf längere Sicht? Ja, also Sie haben schon gesagt, diese gewisse Euphorie, die bei Börsengängen oft herrscht. Viele denken dabei an den neuen Markt, wo in kürzer Zeit hunderte Prozent Gewinn möglich waren. Wobei man sagen muss, solche Phasen sind definitiv die Ausnahme. Sie können immer wieder beobachtet werden. Zuletzt Ende 2020, Anfang 21. Nur setzt danach oft die Ernüchterung ein und die Renditen fallen auf längere Frist dann doch schlechter aus wie der Markt. Wenn wir das jetzt mal in Zahlen ausdrücken, der S&P 500 in 12 Jahren plus 15% pro Jahr, der FTSE Renaissance US IPO Index lediglich 11%. Was sagt das so? Warum bleiben diese Börsenneulinge doch hinter diesem breiten Markt so deutlich zurück? Genau, also man muss dazu sagen, der Index nimmt die Aktien immer nur quartalsweise rein. Das heißt, beim IPO selbst sind die Unternehmen nicht drin, sondern immer mit einem gewissen Verzug. Und das ist die Besonderheit, weil während beim IPO selbst diese Euphorie herrscht und oft kurzfristig Gewinne erzielt werden können, setzt in den Monaten danach die Ernüchterung ein. Dann werden die Zahlen nochmal genauer angeschaut und dann stellt man fest, vielleicht ist die Bilanz doch etwas frisiert worden in die Richtung, dass das alles schön aussieht. Und dann merkt man ein paar Monate später, vielleicht doch nicht so toll, und dann fallen die Kurse tendenziell eher und der Markt wird eher underperformed. Wie sieht es denn auf europäischer Ebene mit der Performance aus? Wir haben in Europa traditionell eher weniger Börsengänge als in den USA und meistens auch deutlich kleinere, wenn man ehrlich ist. Sind die trotzdem besser? Genau, also wir haben die Untersuchung auch in Europa gemacht. Da fiel das Ergebnis etwas besser aus, wobei man sagen muss, setzt sich der Vergleichsindex auch anders zusammen. Also während im US-Index S&P vor allem die großen US-Big-Tech-Konzerne vertreten sind, die in den letzten 10 Jahren eine bombastische Performance hatten, wissen wir ja, dass die europäischen Indizes sich deutlich defensiver zusammensetzen.
Trotzdem wurde die gleiche Beobachtung gemacht. In den Jahren bis 2021 lief es einigermaßen mit dem Markt etwas besser. Dann Ende 2020 dieser extreme Boom nach oben, der dann 2022 geplatzt ist. Deutliche Underperformance. Dieses Jahr hat sich es jetzt wieder ein bisschen erholt, bleibt aber noch weit hinter den historischen Hochs zurück. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn ein Unternehmen an die Börse gebracht wird, dann kommt meistens nur ein kleiner Teil dahin. Den Rest behalten oder den größeren Teil behalten meist die Altaktionäre, die Muttergesellschaften. Warum ist das so? Genau, man muss sich hier überlegen, wenn die Alteigentümer alle Anteile an die Börse bringen würden, würde dies ein schlechtes Signal senden. Weil damit würde das Signal gesendet werden, wir glauben, diese Bewertung ist sehr, sehr hoch, wir glauben nicht mehr an die Zukunft des Unternehmens, dass es die Bewertung noch weiter steigen könnte und somit würde das mit Skepsis aufgenommen werden. Deswegen werden traditionell nur wenige Anteile an den Markt gebracht und diese dann nach und nach mit gewissen Haltefristen abgestoßen. Wie kann das, diese Entwicklung so langfristig die Kurse, die Kursentwicklung auch beeinflussen? Genau, man muss denken, hier wird das ganz normale Gesetz der Angebot und Nachfrage. Und wenn weitere Anteile in den Markt gebracht werden, steigt das Angebot. Und dann ist halt immer die Frage, ob die Nachfrage das kompensiert. Wenn das Unternehmen in guter Verfassung ist, dann kann das ganz gut aufgenommen werden. Allerdings tendenziell wirkt das eher belastend. Also es wird mit ein Grund sein, warum die Entwicklung dann etwas schlechter in Zukunft ausfällt, gerade weil dieses Angebot an den Markt kommt und die Nachfrage vielleicht nicht mithält. Wenn wir nochmal auf so Ausnahmejahre wie 2020 schauen, wir müssen gar nicht 25 Jahre zurückschauen, es reichen schon 3,5. Damals war der IPO-Index ja eigentlich kaum zu schlagen. Der breite Markt kam da nicht mit. Wie beeinflussen, / verzerren solche Ausnahmesituationen oder auch ganze Ausnahmejahre die Gesamtbilanz, die längerfristig ist? Genau, also 2020 war ein sehr besonderes Jahr, man muss noch dran denken, es sind dann neue Unternehmen gewesen wie Peloton und Zoom, wo damals in der Pandemie geboomt sind, die diesen Index nach oben getragen haben mit 100% plus. Längerfristig muss man sagen, ist das Bild von solchen Strategien immer von solchen Ausnahmephasen geprägt. Weshalb man sagen muss, klar, wenn es hier einen extremen Hype nach oben gibt, dann kann man sagen, langfristig wird es dann die Rendite tendenziell etwas schlechter ausfallen. Jetzt, wo es jetzt wieder deutlich nach unten ging, könnte es wieder etwas besser ausfallen. Wobei, wenn man immer auf solche kleinen IPO-Unternehmen setzt, es ist immer mit einem hohen Risiko behaftet. Mhm. Hohes Risiko, ja. Das heißt aber auch langfristig ja nicht, wenn man sich zu einem IPO gleich für ein Unternehmen, für eine Aktie entscheidet, dass es weiter gut läuft. Sie sprachen schon Zoom an, Peloton an. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Unternehmen, die starten etwas verhaltener und dann legen sie im Nachgang auch deutlich zu. Vor einem Jahr, Porsche war so ein Beispiel hierzulande. Wie sehr kommt es aufs Umfeld an? Wie sehr kommt es auf den Tag an? Wie sehr kommt es auf das Momentum an, auf Marktlage, auf darauf, dass halt auch gerade kein Störfeuer in der Branche im Markt ist? Ja, man muss hier ein bisschen andersrum denken. Wenn man sich anschaut, wann es wie viele IPOs gibt, dann sieht man, dass diese IPOs sich immer in gewissen Phasen häufen, weil man muss denken, die bisherigen Anteilseigner, sie überlegen sich ja auch, ja, wann bringe ich denn mein Unternehmen an die Börse? Und wenn der Markt gerade nicht so gut läuft, dann sagt man, ja, dann halte ich es halt noch 1-2 Jahre länger, bis es etwas besser wird. In den seltensten Fällen wird man jetzt gezwungen sein, ein IPO zu machen, sondern meistens hat man hier eine gewisse Wahl. Von dem her, Porsche letztes Jahr ist ein gutes Beispiel, weil da war die Euphorie nicht so gut, im Gegenteil, da war der Markt sogar relativ verhalten. Das kann mit ein Grund sein, warum es jetzt im Aufschwung dann mit profitiert hat, wobei man sagen muss, hätten die Porsche-Aktionäre oder Eigentümer gewartet und das Unternehmen erst jetzt an die Börse gebracht, hätten sie wahrscheinlich einen deutlich höheren Erlös erzielen können. Gibt es im Vorfeld eines Börsengangs Hinweise, ob der Börsengang auch längerfristig ein Erfolg werden kann? Ich meine, kein Unternehmen wird an die Börse gebracht, wenn man von vornherein denkt, um Gottes Willen. Genau, also haben wir uns auch angeschaut, ob es hier gewisse Anzeichen gibt, wobei man sagen muss, die nüchterne Antwort heißt nein, weil diese Euphorie wird immer geschert bei den Unternehmen. Sie haben es gesagt, die Unternehmen werden nicht an die Börse gehen, wenn man von vornherein denkt, weiß man nicht so recht, sondern da wird immer alles hinfrisiert, alles sehr gut gestaltet. Klar kann man gucken, wenn ein Unternehmen bereits Gewinne macht und
profitabel wächst, wird das natürlich etwas besser sein, wie viele Unternehmen, die noch in der Verlustzone sind und an die Börse gebracht wurden, wo das Risiko deutlich höher ausfällt. Also Börsengänge eher so ein bisschen ein Nervenkitzel, aber auf längere Sicht betrachtet schlägt der breite Markt doch den IPO-Index in den USA zumindest, aber auch auf europäischer Ebene. Herr Kielkopf, haben Sie vielen Dank. Vielen Dank. Noch nie waren so viele Mütter in Deutschland berufstätig wie derzeit. Für die Rente bleibt es trotzdem schwierig. Viele Frauen werden wenig Rente erhalten, viele sogar weniger als frühere Generationen Frauen und auch Mütter. Auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet, werden Frauen ungefähr nur die Hälfte der Einkünfte erzielen, die ein Mann im Laufe seines Erwerbslebens erzielen kann. Vor allem, wenn Frauen Mütter werden, ist es mit Einkommen schwierig. Aber auf der anderen Seite gilt, Finanzen lästig zu finden, das geht nicht, sagt Dr. Birgit Happel. Sie ist Geld von Expertin für Finanzbildung und finanzielle Gleichstellung, hat das Portal Geldbiografien gegründet, hält Vorträge und klärt zur Finanzbildung für Frauen auf, selbst Mutter zweier Kinder. Schönen guten Tag, Frau Dr. Happel. Guten Morgen, Frau Erhard. Ja, Frauen verdienen häufig weniger, bekommen demzufolge weniger Rente. Das zieht sich durch. Das wissen wir. Vor allem, wenn wir Kinder bekommen, ist der Einschnitt zum Teil 100%. Auf der anderen Seite, es ist ja für viele Familien auch absurd zu denken, na dann bleiben mal die Väter zu Hause und gleichen das aus, weil einfach die Väter mehr verdienen. Wie kann man das in Deutschland im 21. Jahrhundert lösen? Ja, da brauchen wir viele Ebenen, auf denen wir ansetzen. Wir haben ja im Moment die Care-Krise, also es fehlen 380.000 Kita-Plätze, obwohl wir seit 10 Jahren den Betreuungsanspruch haben. Und dann ist es auch noch so, dass natürlich, wie Sie eben angesprochen haben, die Gehaltsunterschiede bestehen. Frauen arbeiten auch oftmals in Bereichen, im sozialen Bereich, im Gesundheitswesen, wo sie weniger verdienen. Und da ist die kurzfristige Sicht natürlich eher zu sagen, der Mann bleibt jetzt länger zu Hause oder Entschuldigung, der Mann bleibt kürzer zu Hause, die Frau bleibt länger zu Hause. Und die langfristige Perspektive wird da eben leider oft ausgeblendet, weil wir haben auch nach 10 Jahren noch Einkommensverluste bei den Müttern von -60%. Da gibt es Langzeitstudien und wir haben so viele Zahlen jetzt auf dem Tisch liegen, wo man eigentlich sagen müsste, ja, wir kennen diese Zahlen, wir müssen uns anders wappnen, wir müssen unsere Rollenverteilung, unsere Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit besser aufstellen, gleichberechtigter. Also ein strukturelles Problem, was sozusagen die Gleichberechtigung automatisch aushebelt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Finanzlage im größeren Blick anschauen, unterschiedliche Steuerklassen, wo verschiedene Kombinationen lukrativer sind oder nicht, Ehegattensplitting, viele Dinge begünstigen, dass Frauen entweder weniger arbeiten oder auch Steuerklasse weniger netto raus haben. Macht da das Finanzamt die Entscheidung vielleicht auch ein bisschen zu leicht, dass Familien entscheiden müssen, naja, durchgerechnet geht es gar nicht anders? Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das war ja jetzt auch in der Debatte dann eben bei dem Ehegattensplitting, als dann die Elterngeldgrenzen angehoben werden sollten oder beziehungsweise abgesenkt leider. Die Petition, die aber vorher da war, hieß eigentlich, dass es eine Erhöhung gibt fürs Elterngeld, das seitdem es eingeführt wurde, noch nie angehoben wurde. Und auf jeden Fall ja die Steuerklassenkombination 3 und 5, die kann man schon als strukturelle Einbahnstraße bezeichnen, weil sie hat auch psychologische Auswirkungen und vor allem ist es eben ein ganz großer Einschnitt dann auch bei den Lohnersatzleistungen, weil die rechnen sich eben an dem Nettogehalt und das ist einfach vielen nicht bewusst. Und ich würde noch eine kleine Korrektur ergänzen, weil die Frauen arbeiten ja nicht weniger, sondern sie arbeiten unbezahlt. Also ich spreche dann eben immer von der Erwerbsarbeit und von der genau. Die und die unbezahlte Arbeit ist viel. Ja, wir haben ja auch die Zahlen jetzt zu dem Gender Care Gap, die sind jetzt seit ein paar Jahren, werden die auch nachgehalten. Und da ist es leider immer noch so, dass die Frauen, selbst wenn sie berufstätig sind, auch den größeren Anteil der unbezahlten Arbeit noch übernehmen. Mhm. Nun, es ist aber auch schwierig, in vielen Beziehungen darüber zu sprechen. Sozusagen die jüngeren Generationen, spätestens unsere Generation, hat das Problem erkannt. Aber wie soll es denn auch gehen? Wie soll man es denn in der Beziehung anders lösen? Soll sich Frau vom Mann bezahlen lassen für Kinder, Pflege, Sorgearbeit, wo es keine Kita-Plätze gibt und einer das machen muss, der Mann arbeitet trotzdem. Aber auch, wie soll man es in einer Beziehung angehen?
Also 41% der Paare wissen nicht, was der andere verdient oder die andere. Da fängt es schon mal an. Also wir müssen ganz früh auch innerhalb der Partnerschaft über Geld sprechen. Es ist auch kein unromantisches Thema, sondern ich denke, es ist auch wichtig für die Qualität der Paarbeziehung, dass man auf Augenhöhe bleibt, dass man da einfach diese Zahlen auch kennt und auf den Tisch legt und gemeinsam darüber spricht. Und natürlich muss in irgendeiner Art und Weise die unbezahlte Arbeit ausgeglichen werden. Spätestens durch die Rentenansprüche, also dass da der Partner, der eben mehr erwerbsarbeiten kann, da sagt, ich mache dir jetzt irgendwie einen ETF-Sparplan oder ich zahle dir deine betriebliche Altersversorgung weiter ein, weil oftmals wird das ja dann auch noch gestoppt und dann sind dann eben viele Ebenen, wo das Geld fehlt, nicht nur bei der deutschen Rentenversicherung oder beim Rentenversicherungskonto, sondern dann auch bei der betrieblichen Altersvorsorge. Da gibt es auch Zahlen, dass Frauen weniger in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, so eine Art Sorgegehalt innerhalb der Familie zu verhandeln. Also Familienrechtsanwältinnen empfehlen das auch zum Teil nach der Düsseldorfer Tabelle, also wie ein Unterhalt praktisch für die Person, die mehr Sorgearbeit übernimmt, um dann diese Gerechtigkeit einfach auch herzustellen. Was aber, wenn der Partner nicht mitzieht oder es auch gar nicht leisten kann? Denn wenn ein Einkommen komplett wegfällt, ist es auf der anderen Seite schon schwer genug, mit einem Einkommen eine wachsende Familie zu versorgen. Ja gut, gerade jetzt auch mit den steigenden Mieten, mit der Inflation, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber umso wichtiger ist es ja auch, diese langfristige Perspektive einzunehmen, weil es darf dann sonst nichts dazwischen kommen, wenn wirklich ein Hauptversorger da ist oder wie in weiten Teilen der Bevölkerung noch dieses Zuverdienstmodell. Man kann dann auch schlecht aus der geringen Teilzeit, und es gibt ja auch bei der Teilzeit noch Strafen sozusagen. Es gibt eine teilzeitverringerte Lohnlücke und es gibt auch die Karriereunterbrechungen. In vielen Betrieben ist keine Führung in Teilzeit möglich. Und ich finde, da müsste schon wirklich ganz langfristig geschaut werden, dass man sagt, ja, wir möchten auf Augenhöhe bleiben. Ich möchte auch meine Karriere weiter fortsetzen oder zumindest meinen beruflichen Weg einschlagen und nicht im Minijob landen. Die Süddeutsche hat mal die Minijobs Verzwergungsmaschine genannt. Und ja, wir haben eben auch viele Mütter in den Niedriglohnsektoren, in den Minijobs. Und ja, da haben wir einfach eine ganz große strukturelle Schieflage. Eine strukturelle Schieflage, die man aber trotzdem privat einerseits ausgleichen muss, weil es von Staats wegen zu wenig vorangeht, seit Jahren, private Vorsorge gut und schön. Aber Sie sagten, viele Frauen wagen sich da überhaupt gar nicht dran. Wie kann es denn gehen? Wo fängt man denn da jetzt an? Also ich plädiere schon immer für eine positive Geldbeziehung, positive Geldeinstellung. Ich war ja früher schon als junge Wertpapierberaterin hier an der Börse und das hat mich auch immer fasziniert. Und klar, gibt es natürlich auch Frauen. Gestern war jetzt eine bei einer Lesung Geschäftsführerin eines Hospizes und die sagt, das Thema Finanzen kommt bei mir im Leben kaum vor. Also natürlich als Geschäftsführerin muss sie auch die Gehälter ihrer Angestellten natürlich gut machen, damit sie ihr nicht weglaufen. Wir haben ja nicht nur in dem Kita-Bereich die Care-Krise, sondern auch auf der Seite der Pflege. Aber trotzdem, so ihre privaten Finanzen, sagt sie, da hat sie jetzt einfach nur nicht so den Zugang dazu. Und dann eben Schritt für Schritt mit, ja, immer steht der Tropfen, höhlt den Stein. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man auch mit der Zeit, dass alle nur mit Wasser kochen, dass es da kein Geheimwissen gibt. Und ich fange mit einer Budgetplanung an und mache eben eine Lebensplanung und schaue, wie meine existenziellen Risiken abgesichert sind. Und dann kann ich mich schon an den kurz-, mittel- und langfristigen Vermögensaufbau wagen. Also wir haben jetzt heutzutage ja auch sehr viele Portale und es gibt wirklich auch in den Medien, dieses Thema wird immer wieder aufgegriffen. Man kann sich gut informieren und ja, man muss einfach den ersten Schritt wagen. Den ersten Schritt wagen ist ein guter Punkt. Den ersten Schritt wagen, wieder zu arbeiten, den ersten Schritt wagen, beruflich weiterzukommen, den ersten Schritt wagen, Vorsorge zu gestalten. Sie haben ein Buch darüber geschrieben und Sie haben auch geschrieben, Sie waren ja früher in der Wertpapierberatung, auch Angestellte, aber Ihr Mann hat viel gearbeitet, ist, glaube ich, viel gependelt und dann viel im Ausland unterwegs gewesen. Heute sind Sie selbstständig, Ihre Kinder sind jetzt auch schon größer. Wie haben Sie es geschafft? Kurze Antwort bitte.
bitte? Kurze Antwort. Mit wenig Freizeit und viel Durchhaltevermögen. Also es war schon eine harte Zeit. Wir hatten allerdings auch statistisch unwahrscheinlichen Fall, gleichzeitig die Erziehungs- und Pflegeverantwortung im Haus zu haben. Insofern, ja, war das schon eine Durststrecke, auch über Jahre. Aber wir haben es zusammen auch geschafft und wir sind natürlich jetzt heute froh, dass wir beide da stehen, wo wir sind. Und finden es die Kinder auch so gut, dass die auch in Sachen Vorsorge schon mitdenken? Ja, also mein Sohn, der hatte schon mit 16 so ein Musterdepot, wo man immer Angst haben musste. Wie wird das mit seinem eigenen Geld? Nein, also das haben sie, denke ich, mit der Muttermilch aufgesaugt. Also das Thema finanzielle Unabhängigkeit, auch Gleichstellungsarbeit oder Sorgearbeit, das sind so, zieht sich bei uns natürlich durch, sorgt auch dann manchmal für einen Running Gag. Ja, diese Themen sind einfach zu wichtig, um sie auszublenden. Die Themen sind so wichtig, um sie auszublenden. Vielen Dank für das ermutigende Schlusswort, Frau Dr. Happel. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war unser Update Wirtschaft am heutigen Dienstag. Zum guten Schluss noch einen kurzen Stand, was der DAX so macht. Es geht ein bisschen weiter runter. Das liegt zum einen daran, dass Oracle in den USA umsatzseitig enttäuscht hatte. Das ist für SAP heute ein schwierigerer Tag. Ansonsten ein leichtes Minus von 0,3%. Wir informieren Sie natürlich überall, Hörfunk, TV, weiter und Social Media, wie es hier an der Börse weitergeht. Und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin einen schönen Tag.